Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kunstfreunde, liebe Frau Lukas, Herr Krumm, Prinz zur Lippe, Prinzessin zur Lippe. Nach der langen Winterpause heiße ich Sie alle in der Schlosskirche herzlich willkommen zur ersten Ausstellung in diesem Jahr, Malerei von Simone Lukas, Meisterschülerin von Dieter Krieg, Kunstakademie Düsseldorf. Frau Lukas schafft geheimnisvolle Bildwelten, Räume der Wissensvermittlung und Aneignung, Bilder in Bilder. Und nun mein ganz herzlicher Dank an das Ensemble Horizonte, Herrn Jörg Mittmann, Ruhr, Herrn Jean Rocott, Posaune und Herr Ji Guoli, Schlagzeug. Mit Zufallsbegegnungen haben Sie die Ausstellung eingeleitet. Die Künstler, also Herr Mittmann gab mir diese Informationen gerade. Die Künstlerin Simone Lukas gab an, dass sie von Schaffen und dem künstlerischen Credo von John Cage beeindruckt sei. Bei Cage spielt der Zufall eine grundlegende Rolle im kreativen Prozess. Zufällig aufeinander getroffen wirken auf den ersten Blick auch manche der Elemente in den Bildern von Simone Lukas. Und so begegnen sich auch in unserer Musik scheinbar zufällig sehr entfernte Klangwelten und überlagern sich. Werke des Spätromantikers Gabriel Fauré, des Avantgardisten Jelzy oder des Jazzmusikers Mingus. Durch alle Verfremdung leuchtet das Vorbild von John Cage hindurch. Wir werden nach dem Vortrag des Referenten Herrn Kuhn nochmal die Gelegenheit haben, die Klangwelten und Zufallsbegegnungen des Ensemble Horizonte einzutauchen. Ganz besonderes Dank an den Projektleiter Wolfgang Kessler und an die Helfer aus dem Beirat, die tatkräftig beim Aufbau der Ausstellung geholfen haben. Die Ausstellung wird bis zum 9.06.24 geöffnet sein. Zur Zwischenveranstaltung am Sonntag, den 26.05. um 11.30 Uhr stehen Mitglieder aus dem Beirat zum Gespräch zur Verfügung und freuen sich über zahlreiche Besucher. Herzlichen Dank an Prinz zur Lippe und Prinzessin zur Lippe dafür, dass der Kunstverein weiterhin die Schlossküche für seine Ausstellungen nutzen kann. Herzlichen Dank an die Sponsoren für die kontinuierliche Unterstützung und an alle privaten Förderer und Sponsoren. Der Weg zur Schlossküche führt durch den wunderschönen Innenhof im Weser-Renaissance-Stil und durch das aufwendig gestaltete Portal. Für mich jedes Mal ein Eintauchen in eine andere, wohltuende Welt. Renovierungsarbeit außen und innen im Schloss zeigen, es geht in die nächsten 900 Jahre Rathaus Lippe. In der Schlosskirche bildet die zeitgenössische Kunst der Lippischen Gesellschaft für Kunst einen reizvollen Kontrast zur historischen Umgebung und lockte in den über 50 Jahren zahlreiche Besucher an. Frau Lukas hat ihre Bildwelten in der Schlossküche perfekt präsentiert. Über der Treppe Kleinformate, die Mensch-Tier-Wesen zeigen, gefolgt von Innenansichten des Lernens der Physik und Astronomie. Studieren, forschen, denken, auch im Schlaf, wie im Tagschlaf gegenüber der Eingangstür. Durch diese Fähigkeiten des Menschen bin ich hoffnungsvoll, wird die Menschheit einen Weg in die Zukunft finden. Bei Simone Lukas wird die Leinwand Erlebnisraum für Geschichten, Anekdoten und fantasiereiche Formulierungen, geheimnisvoll kontemplativ. Genauso ging es mir beim ersten Betrachten der Bilder nach der Hängung. Magisch fühlte ich mich in die Bildwelten gezogen und fragte mich, was hat dieser Raum, die Schlossküche, durch die Jahrhunderte erlebt? Was war dort? Ein Labor oder Forschungsraum, vielleicht auf der Suche, Gold herzustellen? Man kann vieles darin sehen. Angelegt durch die Bilder von Lukas. Simone Lukas fasziniert das Paradox der Fläche, die den Raum in sich trägt. Die Figuren erzeugen von innen ihre Außenwelt. Ihre Bilder wollen unsere visuelle Wahrnehmung herausfordern. Die Geschichte, das auf dem Bild Dargestellte,
nämlich das auf dem Bild dargestellte ist nur ein Transportmittel, um noch etwas anderes darzustellen, nämlich die Malerei selber, ihr Wesen, ihr Prinzip, durch die figurative Malerei abstrakt werden. Mit gekonnt eingesetzten malerischen Mitteln schaffen Sie es, Frau Lukas, dem uralten Problem, dem potenziell unendlichen Weiten des Bildraums, eine Antwort abzuringen. Hinter der Leinwand ist die Welt zeit- und grenzenlos. Herr Kuhn wird uns jetzt in das Werk von Frau Lukas einführen. Bitte, Herr Kuhn.